Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den SC Magdeburg. Zur Halbzeit stand es 12:16, Endergebnis lautet 30:28. Auf dem Podium begrüße ich herzlich den Gästetrainer Bennett Wiegert und unseren Trainer Michael Haas. Und wie immer geht auch heute die erste Frage an den Gast. Herr Wiegert, wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, super wechselhaft. Erstmal Glückwunsch an Hassan und die Herzialen. Das ist natürlich sicherlich ein überragender Sieg für sie, vor allem mit der Situation halt davor. Wir haben das ja alles verfolgt. Für uns ist es einfach super ärgerlich. Erlangen hat das sehr, sehr gut gemacht, ohne Wenn und Aber. Aber wir hatten alle Möglichkeiten, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Und wir haben dann einfach eigentlich wirklich auch nach einer 4-Tore-Führung in der ersten Halbzeit, auch schon in der ersten Halbzeit, nie in unser Spiel gefunden. Uns hat das alles so ein bisschen getäuscht, dass Christian Sullivan da schon 9 Tore macht. Aber das war eigentlich nicht der Handball oder die Philosophie, die wir haben. Und da habe ich schon die Alarmglocken angehabt, habe versucht, in der Halbzeit gegenzuwirken. Ist ja nicht gelungen, wir kommen aus der Halbzeit raus und dann geht's halt so. Wir geben diese 4-Tore-Führung noch viel zu schnell her. Es geht relativ schnell, dass wir bei 19-19 sind. Ja, und dann liegt das Momentum dann eher bei Erlangen, die einfach Bock auf dieses Spiel hatten, die einfach wieder Lust hatten, nach einer langen Quarantäne Handball zu spielen, das hat man in jedem Moment gemerkt. Und wir waren vielleicht nicht ganz so frisch heute im Kopf und schon weiter bei anderen Aufgaben, bei Nationalmannschaftsreisen. Ja, und das darf uns nicht passieren. Das wird dann in der Bundesliga einfach super, super hart bestraft. Und mit hart meine ich dann mit Punktverlusten. Das ist unglaublich ärgerlich für uns. Da wiederhole ich mich gerne, weil natürlich Punkte in Erlangen für uns und so für unser Saisonziel nicht unwichtig sind. Natürlich kann man in Erlangen verlieren, das ist mir bewusst, weil der Qualität dieser Kader auch hat. Aber in dieser Situation standen die Vorzeichen vielleicht eher anders. Mir wurde das schon so ein bisschen zu viel thematisiert, aber damit muss man umgehen. Wir wollen diese Favoritenrolle gerne annehmen und der sind wir heute einfach nicht gerecht geworden oder konnten wir nicht gerecht werden. Deswegen nochmals herzlichen Glückwunsch an Erlangen und an Hassan. Vielen Dank. Ja, Hassan, wie zufrieden bist du denn heute? Ja, guten Abend, erstmal danke, Benno. Ich bin natürlich wahnsinnig zufrieden, wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft, weil als wir uns dann Anfang der Woche zum Training wieder getroffen haben, sah es nicht danach aus, als könnten wir eine Mannschaft wie den SCM heute ärgern. Es wurde dann mit den letzten Tagen ein bisschen besser. Das sah dann schon wieder nach Handball aus und Benno hat das schon gesagt, die Jungs hatten tatsächlich richtig Bock auf Handball heute. Alles, was an Kraft noch fehlte, was noch an Qualität fehlte zum Training, haben sie dann über Willen, über Kampf wettgemacht. Bin ich wahnsinnig stolz. Die erste Halbzeit war, finde ich, auch von uns okay. Viele Sachen waren gut. Der 4-Tore-Rückstand war ein bisschen ärgerlich, weil wir einfach viele Bälle haben liegen lassen, ein paar freie Chancen hatten, teilweise dann zu schnell Gegentore kassiert haben. Deswegen hat die Jungs in der Halbzeit auch gesagt, dass das einzige Schlechte an der ersten Halbzeit war das Ergebnis. Und es hat uns natürlich in die Karten gespielt, dass wir in der zweiten Halbzeit sofort rauskommen, relativ schnell auf Unentschieden gehen. Ja, und dann hat man einfach wirklich dann die Lust am Handballspielen gespürt. Und aber auch gerade offensiv unsere Qualität. Was da jeder Spieler hat da heute seine Rolle gemacht. Ich möchte gar keine Namen nennen, aber ich meine, wenn unsere beiden Etatmäßigen wirklich am rechten ausfallen, muss man dann Musili einfach mal nennen, der ein sehr kontrolliertes, sehr strukturiertes Spiel gemacht hat. Und immer wieder Lücken geschaffen hat. Hat eine gute Spielsteuerung, immer gute Ideen, sodass wir einfach vorne einfach ein sehr geduldiges, kontrolliertes Spiel gemacht haben mit einer hohen Abschlussquote. Und das ist einfach gegen den SCM, die ja für Tempospiel berühmt sind, einfach unabdingbar, dass wir einfach nicht so viele Gegenstöße kriegen. Das hat heute geklappt. Ärgerlich heute und das müssen wir halt gucken, ist der Ausfall von Clement Verlin. Wir wissen nicht, was er hat. Das tun wir erstmal für ihn leid. Hat wahrscheinlich was am Knie, werden wir dann sehen. Aber Martin Ziemer ist da heute phänomenal in die Bresche gesprungen, hat wichtige Bälle gehalten. Nochmal, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, weil es nicht unbedingt zu erwarten war. Weil wir natürlich wussten, im SCM kommt eine Mannschaft, die gerade völlig im Flow ist, im Wettkampfmodus ist, alle 3 Tage spielen, alle 3 Tage die Spiele gewinnt. Das müssen wir erstmal schaffen hier und wir haben das halt geschafft. Das dürfen wir, glaube ich, für den Moment mal genießen. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse.
Herr Haas, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Der Kollege hat schon gesagt, Christian O'Sullivan macht 9 Tore in der ersten Halbzeit und in der zweiten dann immer noch 3, aber hat sich lange Zeit schwer getan. Haben Sie auf den speziell angesprochen in der Halbzeit, wie man den besser in den Griff bekommt? Naja, beim Lebensjahr-Spiel muss man sich für irgendwas entscheiden. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen etwas kompakter stehen und lieber mal einen Wurf zulassen. Das ist in der Endabrechnung mit dem Ergebnis natürlich aufgegangen und dabei kann es dann einfach passieren, dass Solomon, der einfach 1 gegen 1 spielen kann und auch werfen kann, dann auch noch 9 Tore macht. Wir haben nach dem Spielverlauf ist erstmal gesagt, wir behalten uns erstmal bei, solange wir andere Lücken schließen. Bisschen umgekehrt habe ich Sebastian Firmenhuber erlebt. Ich weiß nicht, ob er alle seine 5 Tore in der zweiten Halbzeit gemacht hat, aber er war für mich ein Gesicht dieses Aufschwungs und des Willens. Er hat jeden Ball von reingemacht, hinten gekämpft wie ein Wahnsinniger. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Ja, das ist wie der gesamte Mittelblock, die gesamte Deckung. Die haben halt gekämpft wie die Löwen. Das war einfach anders, ging es einfach auch nicht. Die Jungs liegen ja als Blatt in der Kabine. So muss man einfach nur verziehen, gerade auch für ihn, der wirklich lange Zeit vorne und hinten spielt in zentraler Position. Und es ist ja nicht so, dass auf der Position man, wenn man gegen Magdeburg spielt, die ganze Zeit in Ruhe gelassen wird. Es ist ja 60 Minuten Zweikampf und das hat er heute überragend gemacht. Die Jungs liegen platt in der Kabine, sagen Sie. Gibt es in der Trainingssteuerung jetzt, wird darauf Rücksicht genommen, dass es jetzt das erste Pflichtspiel seit Wochen war? Gibt es jetzt erstmal ein paar Tage frei oder Regeneration? Natürlich, wir haben die Jungs halt im Auge. Es ist ja nicht so, dass wir nur zu Hause gesessen haben in Quarantäne, sondern es waren viele einfach auch krank. Und da müssen wir ein Auge drauf halten. Deswegen können wir jetzt nicht einfach so tun, als wären die Jungs wieder auf Top-Level. Letzte Frage, geben Sie mir noch einen Einblick in Ihr Seelenleben nach 4 Wochen ohne Handball, 2 davon in Quarantäne. Wie gut tut das einfach persönlich, jetzt hier heute Abend rauszugehen und Sonntagabend mit so einer Energieleistung mit den Punkten? Ja, das ist natürlich Wahnsinn, hängt natürlich auch mit dem Ergebnis zusammen, aber nochmal, ich sage das mal wieder, wir als Handballer, und das hätte dann auch ähnlich sein, wir sind in der komfortablen Situation, dass wir eigentlich unter relativ guten Bedingungen unseren Job machen können. Und das genießen wir jeden Tag, dass wir zum Training gehen können, dass wir trainieren können. Und da war natürlich klar, die 2 Wochen Quarantäne hart, aber wir sind einfach froh, dass es für uns so läuft, wie es läuft. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche unseren Gästen natürlich noch einen guten Nachhauseweg. Danke. Tschüss.